auf eine gute Nachbarschaft. Leute, ich komme gerade mit dem Roller vom Shoppen zurück. Naja, ich war noch schnell Kaffee kaufen und hatte mir eine Paketstation ein Universal Tablet Mount abgeholt. Tablethalter. Sieht immer ein bisschen verknüllt aus, wenn ich mit dem Roller unterwegs war. Und habe ich mir gedacht, gehst du noch zum Holger Haas. Holger Haas? Kleines Aas? Nein. Wo ist denn jetzt der Zettel hin? Holst du noch ein bisschen Pfefferblitz? Pfefferblitz ist ja so ein bisschen die, wie soll man sagen, Umgangsjargon für eine etwas stärkere Version vom CS-Gas für Gaspistolen oder Schreckschusspistolen. Kaliber 3,15 hätte ich gerne. Da habe ich noch ein paar Knarren. Kaliber 8, Kaliber 9. Die müssen ja alle mal bestückt werden. Ja? Wer weiß, was noch passiert. Und dann gucke ich so, nee, das haben wir nicht. Okay, haben wir nicht. Das ist Jod. Macht man nicht an. Muss man halt bestellen. Dann war es ein Fuzzi. Jetzt suche ich gerade den Zettel. Ja, glaube ich denn. Ach, ich bin ja auch. Ich bin ja auch Jack. Da sehe ich neben Ständer ein Messer von der Firma. Ich glaube Umarex. Übrigens, ein ziemlich cooles Portemonnaie. Hat mir Ela geschenkt. Zup. Hat natürlich auch Fach für Kleingeld. Ich liebe das Portemonnaie. Ela arbeitet in Siegburg in einem Geschäft, wo man sowas kaufen kann. Nie mehr Geld mit haben, als man verlieren möchte. Ja. Das ist übrigens Airfit sicher, falls ein Review gewünscht ist. RFID, Airfit. Ihr könnt es ja mal in Lautsprache, wenn ihr es wisst, ich weiß es nicht, reinschreiben, wie man es lautsprachlich spricht. Zup. Review gewünscht? Gerne doch. Man kann es natürlich auch andersrum tun. Reintun. Zack. Ja. Nö. Ist mir egal, da. Ja, andersrum reintun. So ist es normalerweise richtig. An der Kasse bezahlen. Ne? Legen Sie bitte das Ding oben drauf. Zack. Oben drauf gelegt. Bup, bezahlt. Und Vorspann habe ich schon gedreht. Also. Jagdausrüster. Holger Haas EK. EK ist sehr gut. Eingetragener Kaufmann. Vollhafter. Siebengebirgsallee 15 in Troisdorf. Kassenbeleg. Alpina Sport Little Watt. Muss er selber legen. Ja? Messer Alpina Sport Little Schwarz-Orange 5 Euro. Ey, ohne Quatsch. Umarex vertreibt das. Da ist das Tütchen, da ist das Netz. Wie man kaum sagt, er hätte sich ein Netz gekauft, der Junge. Ey. Also, wir haben einen Neckknife. Und das erinnert doch so ein bisschen an das Mora-Eltern. Wer bist du? Kunststoffscheide. Irgendein Gummilöffelchen. Und da ist es Metz. Also, wenn das mal nicht nach dem Mora-Eltern nachgemacht ist, dann heiße ich Karl Gustav. Das Ding kannst du komplett abnehmen. Dann hast du das so.
für Rechts- und für Linkshänder geeignet. Ich sag's euch, das ist der Running Gag bei mir. Ich mache darüber ein Review. Das ist nur mal so eine Art Unboxing. Nicht ganz gut in der Hand hier mit dem Gummigerödel, mit dem Plastik. Ich muss erst noch den Stahl davon rauskriegen. Es ist ja schon fast dunkel hier, also die Kamera ist schon ziemlich gut lichtstark. Das ist 440. Ah. Übrigens, Achtung, muss ich euch mal gezeigt haben. Okay, Moment, jetzt ziehe ich sie da aus. Dann drehe ich das so rum. Ist also auch für Rechts- und Linkshälse, also für Wendehälse geeignet. Ja. Der musste einfach sein. Ja. Das ist halt für die Fetischisten, die immer sagen, ja, Messer kannst du rechts, links tragen, du kannst dein Messer, du kannst dann auch auf dem Rücken tragen, du kannst dann auch im Arsch kannst du tragen. Aber, was ist der Eumel hier? Die Pfoten ein bisschen eingefroren. Ich habe eben mal 10 Kilometer durch Stroßhof gedengelt. Moment. Moment. Ich habe jetzt eben ein bisschen Pappe geholt. Ne? Also mein Nachbar, der Philipp, den ich neulich mal aus dem Bett geklöppelt habe mit meinem Küchenmesser, der hat wieder fein gekocht, hat eine neue Freundin. Hübsch, schicke Beine, hat fein gekocht. Pizza, ne? Achtung, Magie, ich halte das jetzt nicht fest, das schwebt. Ja? Nicht fein gekocht, hat der Frau Pizza gemacht. Philipp weiß, hat sich gehört. Ich mach das gleich wieder sauber. Kann aber auch fliegen, die Pappe, du. Hey, aber nicht in meinen Rucksack. Alright. Soweit, so gut. Da packen wir wieder weg. Den kleinen Jack. Unfassbar. So, ich mache mich jetzt hoch. Ich muss noch ein bisschen Hackfleisch zubereiten. Ne? Zwiebeln rein. Ein bisschen Bacon, Stückchen. Statt Eiern oder statt Eier nehme ich Frischkäsequark. Also Quark. Gott, Frischkäse. Kräuterquark. Und da gibt es. Das werden dann Spezialfrikadellen. Die waren eigentlich für heute gedacht zum Abendessen mit Ela. Die ist leider verhindert. Schade, Schokolade. Naja, ich werde sie schon wegkriegen. Irgendwie. Heute Abend, morgen, morgen Mittag, morgen Abend. Keine Ahnung. So, in Köln wird man sagen, Jung hat Segelohren. Ne? Also, Schand zu dunn. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Guckt doch noch das MAI-Video von gestern, das war lustig. Ich dachte, ich kriege Mashed Potatoes. Hä? Also, aber Black Beans in Sauce. So, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Ich gehe jetzt mal rauf, mal ein bisschen die Pfoten hier aufwärmen. Heute einen schönen Gruß an Emil und die Detektive. Das meine ich so. Also, bei Waldmeister. Ja, Ela, das verpasst du heute.
Schade Schokolade. Mmh. Und im Hintergrund läuft? Ja, die scharfen Klingen der Auvergne über das Langjoll-Messer. So, macht's gut. Schönen Mittwoch wünsche ich euch. Bergfest!